Hallo, herzlich willkommen im Häkelzimmer. Im heutigen Video zeige ich euch, wie man einen Schal häkeln kann in einem ganz einfachen Stäbchenmuster, das so aussieht wie Vs, in dem immer zwei Stäbchen in die gleiche Masche gehäkelt werden. Das zeige ich euch gleich. Es ist ein ganz einfaches Muster, das könnt ihr auch schön nachhäkeln, wenn ihr noch nicht viel Erfahrung mit dem Häkeln habt. Wir nehmen dafür heute diese Wolle. Das ist ein Bobbelgarn von Rico Design, nennt sich Creative Cotton Camouflage, ist eine recht neue Wolle, die habe ich erst vor kurzem gekauft und hat einen ziemlich schönen Farbverlauf, finde ich, gefällt mir ganz gut. Besteht aus 45% Polyacryl, 44% Baumwolle und 11% Polyamid, ist geeignet für 3,5er bis 4er Nadeln und ich nehme meine 3,5er heute. Der Bobbel wiegt insgesamt 200 Gramm und hat eine Lauflänge von 580 Metern. Wir machen jetzt für diesen Schal erstmal einen Anfangsknoten. Dazu lege ich mir das kürzere Ende des Fadens über das längere, steche von hinten durch diese Schlaufe durch und ziehe mir den Faden hindurch. So habe ich hier den Anfangsknoten gebildet. Nehme dann den Faden auf die Hand und mache jetzt eine Luftmaschenkette, die durch zwei teilbar sein muss. Ich mache jetzt erstmal 40 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 30, 38, 39, 40. 40 Luftmaschen habe ich jetzt angeschlagen und nehme jetzt noch zwei Luftmaschen dazu. Und dann steche ich in die vierte Luftmasche von der Nadel aus gesehen ein und häkle dort zwei Stäbchen hinein. Hier ist die erste Luftmasche, die zweite, die dritte und das ist die vierte. Und da nehme ich jetzt einen Umschlag und häkle in diese vierte Luftmasche erstmal ein Stäbchen. Ich hole mir den Faden durch, habe dann drei Schlaufen auf meiner Nadel, ziehe den Faden durch zwei und nochmal durch zwei. So habe ich ein Stäbchen gehäkelt. Und jetzt häkle ich in die gleiche Masche noch einmal ein weiteres Stäbchen. Nehme wieder einen Umschlag in die Masche rein, hole mir den Faden durch, habe drei Schlaufen auf der Nadel, ziehe den Faden durch zwei und nochmal durch zwei. So habe ich jetzt zwei Stäbchen gehäkelt in die gleiche Masche. Dann übergehe ich eine Luftmasche hier unten auf meiner Kette, diese hier, und häkle in die nächste wieder zwei Stäbchen. Nehme also einen Umschlag, überspringe diese eine Luftmasche, gehe in die nächste rein, hole mir den Faden durch, habe drei Schlaufen auf der Nadel, ziehe den Faden durch zwei und nochmal durch zwei. Und wieder in die gleiche Masche noch ein weiteres Stäbchen. Faden durch zwei ziehen und nochmal durch zwei. Das mache ich jetzt die ganze Luftmaschenkette über. Also immer unten eine Luftmasche überspringen und in die nächste Luftmasche dann zwei Stäbchen häkeln. Immer einen Umschlag nehmen, in die zweite Luftmasche jeweils einstechen. Ein Stäbchen häkeln, nochmal einen Umschlag nehmen, in die gleiche Masche rein und ein weiteres Stäbchen häkeln. Ein Umschlag, eine Luftmasche unten auf der Kette überspringen, in die nächste Masche einstechen, Faden durchholen. Wir haben drei Schlaufen auf der Nadel. Ich ziehe den Faden durch zwei und nochmal durch zwei und mache genau das gleiche noch einmal in dieselbe Masche, sodass immer zwei Stäbchen in dieselbe Masche gehäkelt werden und eine Luftmasche übersprungen wird. Das machen wir jetzt, wie gesagt, bis zum Ende der Reihe und dann zeige ich euch gleich, wie es mit der Reihe darauf weitergeht. Thank you.
Jetzt sind wir fast am Ende der Luftmaschenkette wieder angekommen. Ich habe hier jetzt noch zwei Luftmaschen auf der Reihe übrig. Ich nehme jetzt wieder einen Umschlag und gehe dann in die letzte Luftmasche rein, häkel da dann aber nur noch ein Stäbchen hinein und nicht zwei, wie wir es die ganze Reihe über gemacht haben. Zum Abschluss der Reihe wird in die letzte Luftmasche nur ein Stäbchen gehäkelt. Dann nehmen wir drei Luftmaschen zum Wenden, drehen das um und fahren jetzt mit der nächsten Reihe fort. Und dazu gehen wir jetzt immer in diese Zwischenräume von dem V. Also das V ist ja dadurch entstanden, dass wir immer zwei Stäbchen jeweils in eine Luftmasche der Vorreihe gehäkelt haben. Und hier ist jetzt so eine V-Form entstanden. Und wir gehen zwischen diese beiden Stäbchen, die jeweils ein V bilden, unten rein. Also wir häkeln nicht hier oben in die Masche rein, sondern wirklich in diesen Zwischenraum. Das ist jeweils unsere Einstichstelle. Und da häkeln wir in jeden dieser Zwischenräume jeweils zwei Stäbchen rein. Wir nehmen einen Umschlag, gehen in diesen Zwischenraum des Vs rein, holen den Faden durch, haben drei Schlaufen auf der Nadel, ziehen den Faden durch zwei und nochmal durch zwei und häkeln direkt daneben in diesen selben Zwischenraum ein zweites Stäbchen. Faden durchholen, durch zwei Schlaufen und nochmal durch zwei. Und so machen wir das die ganze Reihe über. Ihr seht also, es ist ein ganz einfaches Muster. Immer in diese Vs rein, jeweils zwei Stäbchen häkeln. Eins und zwei. Umschlag nehmen, die nächste Einstichstelle suchen, immer diesen V-Zwischenraum wählen und zwei Stäbchen hineinhäkeln. Ein Umschlag in diese nächste Einstichstelle einstechen und zwei Stäbchen. Das wird so den ganzen Schal über fortgesetzt, so lange, bis der Schal so lang ist, wie ihr ihn gerne hättet. Ich gucke mal, wie weit ich mit diesem Garn hier so komme, aber ich glaube, daraus kriegen wir einen schönen großen Schal. Und dieses Muster ist jetzt für den Frühling schön luftig, denn das hat ja relativ große Zwischenräume. Und finde ich jetzt für diese Jahreszeit ganz gut geeignet. Wir gucken dann gleich mal, wie das aussieht, wenn ich von diesem Garn ein Stück weiter was verhäkelt habe, wenn auch so der erste Farbübergang dazugekommen ist. Dann sieht man ganz schön, wie sich der Farbverlauf entwickelt. Das zeige ich euch dann, wenn ich ein paar Reihen weiter gehäkelt habe. So geht es jetzt auf jeden Fall die ganze Zeit weiter. Wenn wir am Ende der zweiten Reihe angekommen sind und auch in dieses letzte V zwei Stäbchen hineingehäkelt haben, dann dürfen wir nicht vergessen, noch ein Stäbchen in diese Wendeluftmasche, die obere, diese hier, reinzuhäkeln. Sonst wird der Rand von dem Gehäkelten nicht gerade. Und dann haben wir die zweite Reihe abgeschlossen. Dann nehmen wir wieder drei Luftmaschen zum Wenden, drehen um
und stechen dann wieder in dieses erste V, also dieses erste Stäbchen wird übergangen, und stechen dann wieder in das erste V, in die Mitte hier unten rein, häkeln da zwei Stäbchen in jedes V auf dieser Reihe, bis wir wieder am Ende der Reihe angekommen sind. Hier ist das letzte V, wo ich nachher einstechen werde. Und dann wieder in die Wendeluftmasche auf dieser Reihe noch ein Stäbchen, damit der Rand gerade wird. So wird das Muster die ganze Zeit über fortgesetzt. Und ich zeige euch dann gleich mal den Verlauf, wenn ich mehrere Reihen gehäkelt habe, damit ihr seht, wie dieses Muster so fällt und auch wie der Farbverlauf aussieht. So, ich habe gedacht, ich zeige euch jetzt mal einen kleinen Zwischenstand, wie weit ich mit dem Schal in diesem V-Stichmuster jetzt gekommen bin. Ich habe einige Reihen gehäkelt mit diesem Garn. Man sieht jetzt ganz schön, wie sich das Muster so entwickelt über mehrere Reihen hinweg. Das ist ja wirklich sehr einfach zu häkeln, hat aber einen schönen Effekt. Ich finde, das sieht sehr schick aus. Von dem Farbverlauf her, was mir hier so auffällt bei diesem Garn, ist ein etwas ungewöhnlicher Farbverlauf, finde ich. Der Großteil von diesem Garn hat so rosa und brauntöne, die so relativ harmonisch ineinander so übergehen. Und dann gibt es immer so zwischendurch so kleine Einsprenkler mit so hellem Blau oder hellgrautönen. Oder hier ist auch nochmal was in so hellerem Rosa. Das finde ich, sieht echt ganz schön aus, weil das so zufällig wirkt. Und dann geht es halt wieder weiter mit einem größeren Abschnitt in diesen dunkleren Rosa- und Brauntönen, und dann zwischendurch kommt wieder so was Hellblaues dazwischen. Also das finde ich so von der Farbwirkung her echt sehr schön. Ich mache jetzt einfach mal noch weiter. Ich habe von dem Garn noch relativ viel übrig. Ist ja auch noch, bin jetzt noch nicht so weit. Ich sage euch dann am Ende noch, wie lang der Schal insgesamt geworden ist und auch wie breit er ist, und zeige euch dann eben das Endergebnis nochmal vollständig. So Leute, der Schal ist fertig geworden. So sieht er jetzt aus. Ich habe jetzt mal gerade nachgemessen. Der ist bei mir jetzt 27 cm breit und 175 cm lang geworden. Also ich würde den dann so einmal um den Hals geschlungen tragen. Was mir aufgefallen ist beim Häkeln, ist, dass das eine unheimlich schöne, angenehm zu tragende Wolle ist. Das habe ich beim Häkeln schon gemerkt, und als ich mir den Schal eben mal um den Hals gelegt habe, war das auch so ein ganz angenehmes, weiches Gefühl. Das ist ja diese Mischung aus Polyester, Baumwolle und Polyamid. Das macht es wahrscheinlich so angenehm. Gefällt mir jetzt für diese Zwischenzeit, also wo es jetzt von diesen kälteren Tagen in langsam wärmere Frühlingstage übergeht, ist das eigentlich genau richtig geeignet, weil es abends natürlich dann schon noch kälter wird, dann hat man schon gerne noch ein bisschen was am Hals, aber es ist jetzt nicht mehr so warm, wie man im Winter, also nicht mehr so warm wie bei einem Winterschal, der natürlich aus mehr Wollanteil meistens besteht. Also jetzt für diese Zeit finde ich dieses Garn echt richtig gut geeignet. Ich zeige euch nochmal den Farbverlauf, hatte ich ja schon in dem Mittelteil so ein bisschen gezeigt. Ich zeige es euch jetzt nochmal so im Ganzen. Hier sind ja immer diese kleinen gesprenkelten Farbverläufe in so hellblau oder grau, kommen ja immer so dazwischen. Und der Hauptteil, also die Hauptfarbe, würde ich sagen, ist wirklich dieses Rosa mit Braun und Beige oder ja so hellbraun und dunkelbräuneren Tönen. Das wechselt sich dann immer so ab und zieht sich so über den gesamten Verlauf. Den Farbverlauf finde ich mal wieder richtig schön. Den gab es auch noch, dieses Knäuel gab es auch noch in anderen Farbtönen. Falls euch das interessiert, müsst ihr vielleicht mal schauen, ob euch andere Farbverlaufstöne besser gefallen. Und ja, das Muster erstreckt sich dann natürlich über den ganzen Schal so hinweg, immer diese kleinen Vs. Hat Spaß gemacht zu häkeln und ging auch recht schnell und ist wirklich ganz einfach. Wenn ihr das nachhäkeln wollt, wünsche ich euch damit viel Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut!